In KKLB oder auch damals in Uficon sind ja das auch eher Sachen, die ja so wachsen, oder? Wo sich dann Dinge auch aufsummieren oder aus etwas entsteht wieder was anderes. Ja. Es sind so Spuren, die ja dann auch entstehen, die ablesbar sind so über die Jahre. Und sowas ist ja dann auch nicht möglich, wenn man Ja. halt das Museum immer wechselt. Ja, Also das ist auch genau. so die Eigenheit quasi von Museen, wie wir sie oft kennen, mit diesen White Cubes, oder? Man fängt eigentlich bei jeder Ausstellung wieder von null Ja, an. genau.